Nein! Was ist? Schon wieder gestorben? Ja. Aber du darfst es rennen, dann nicht einfach zu gewinnen, ohne irgendwie zu verlieren. Das verstehe ich nicht. Hallo Interneter und herzlich willkommen bei einer neuen Folge GTA Online. Diesmal nur mit Sammy und mir. Sammy, hast du deine Stimme zugelassen? Ja, habe ich. Schauen wir nochmal nach. Glaube ich. Sicher, sicher. Wir sind jetzt mit zwei Sanchez hier auf den Mount Chiliad gefahren und werden versuchen, sagen wir das Rollfeld vom Flughafen, oder? Oder der Hangar, wo der Titan steht, wer da zuerst ist. Okay, markieren wir uns das. Genau. Sammy, geh an die Startposition. So, warte. So. Jo. Und dann würde ich sagen, auf 3 geht's los, oder? Ego-Perspektive an? Okay. Ja. Passt. 1, 2. Nein, warte. Okay, jetzt. 1, 2, 3. Warte. Den Originalweg oder einfach querfit ein? So wie du willst. Wo du denkst, dass es schneller ist. Oh oh. Ich bin tot. Scheiße. Fuck. Sammy wird gewinnen. Nein. Wo ist mein Motorrad jetzt? Tot. Scheiße. Nein. Ja. Oh mein Gott. Alter, weißt du, meins ist? Okay, viel Spaß. Fuck. Nein, weißt du, wer uns gefolgt ist? Guck mal auf die Karte. Also mach die Karte mal groß. Nein. Der Mörder von vorhin. Wo ist das Motorrad hin? Au. Wieso bin ich tot? Nicht sterben, nicht sterben. Nein, rappel dich wieder hoch. Komm. Na, das ist ja, das geht ja super los, das Rennen. Hier müsste irgendwo das Moped liegen. Oh, das heißt Pinguin-Modus immer. Wo ist das Moped? Doch nicht. Mein Moped ist weg, Sammy. Wollen wir nochmal anfangen? Alles klar, der Typ steht hinter mir. Nein, hör auf zu schießen. Okay, das heißt Fahrzeugmodus. Okay, hier will. Tja. Mein Motorrad ist weg, Sammy. Also. Jetzt muss ich den Scheißberg zu Fuß runtergehen, oder was? Das Rennen ist ein Überlebenskampf. Oi, danach. Da ist der Typ. Hä? Sammy, wieso schießt er? Das ist er gar nicht. Das bist du nicht. Das ist er. Alter, was ist mit dem verkehrt? Nein, nicht sterben. Der hat nämlich ein Motorrad da fallen lassen. komm. Nein, warum stirbst du denn? Der Typ ist ein Arschloch. Fuck, wo ist dein Motorrad hingefallen? Okay, die Folge wird, glaube ich, 4 Stunden dauern. Zu Fuß zum Flughafen. Fuck! Ja. Bitte stirb jetzt nicht, du Mongo. Sag bloß was. Stirbst dann. Okay, da ein Stein in der Luft. Da ist ein Motorrad! Ja! Nein. Ja! Dann können wir wieder in die Ego wechseln. Nein, ich höre den Motor schon von meinem Motorrad. Ja! Da bist du ja, mein kleines Gucci. Oh nein, nicht sterben! Hallo? Komm! Moped! Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin hier. Los, steig jetzt auf dein Motorrad auf, du Trottel. So, den Typ werden wir mal alle auf YouTube ordentlich haten, der uns versucht, die ganze Zeit umzubringen. Oh mein Gott, wir sind auf einer Straße.
Ja! Sammy, ich bin weg vom Berg schon. Fuck. Wo bist du? Fuck. Oben. Immer nach oben. Ah, ich bin auf der anderen Seite vom Berg rausgekommen, also das könnte deine Chance werden dann. Ne? Hey, bist du gar nicht. Doch. Nein. Nein? Beeilung! Wir müssen gewinnen! Ziel ist es, wer zuerst am Flughafen ist, falls es... Scheiße. Darf er eigentlich alle Fahrzeuge benutzen? Nein, nur Motorräder. Nur die Sanchez. Schade, ich wollte gerade meinen Jet bestellen. Ich will ihn jetzt auf den Berg zurücklassen und ich lese hier die Sekunde, dass er stirbt. Oh. Nein! Oh, nein! Was ist? Schon wieder gestorben? Ja. Aber du darfst das Rennen dann nicht einfach zu gewinnen, ohne irgendwie zu verlieren. Das verstehe ich nicht. Ja, noch habe ich ja nicht gewonnen, also du kannst es immer noch aufholen. Alter, ich hasse meinen GTA-Charakter. Ich weiß echt nicht, was los mit dem ist. Ich hab gegen alles, was es gibt. Und dann ist die Sanchez kaputt und kann nicht mehr schalten. Haha. So, ich bin am Flughafen. Ja. Los, gib Gas. Ja, er hat das Spiel verlassen, endlich. Los Santos. Ja, wir fahren doch zum Los Santos Flughafen, zum großen, genau, ne? Genau, da wo der Titan immer steht. Ach, nur noch 9 Kilometer entfernt. Nur noch 7,5 Kilometer entfernt. Nein. Doch. Oh. Nein. Doch. Ich werde aber, ja, glaube ich, die Straße lang fahren. Und nicht querfeldein. Das könnte deine Chance sein. Werde ich sonst das Motorrad nie wieder finden, wenn ich wieder hinfalle. Los, gib Gas, Mann! Das wird eine schöne Folge fürs Wochenende, glaube ich. Liebe Zuseher, wenn ihr noch Ideen habt für coole Sachen, die wir machen können, einfach unter das Video schreiben, wir werden das dann versuchen zu erfüllen. Einmal müssen wir noch einen Panzer klauen, das machen wir nächste Woche mal irgendwann. War ein Wunsch von dem Zuseher, dass wir damit Halligalli Drecksau Party machen. Man kann auf der Militärbasis keine Panzer finden. Doch. Nein. Doch. Ich bin ja schon online Panzer gefahren. In der Militärbasis. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen. Ja, weil du keine Augen im Kopf hast. Sondern nur Scheiße. So, noch 3 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Was? Alter. Wo bist du? Der Bremsen pustet ab. Ich brauche noch 8 Kilometer. Loser. Yippie! Also ich bin schon in der Stadt, kurz vorm Flughafen. Also geiles Ding, ne? Da sehe ich schon die große Halle. Ah, oh, oh. 2,5 Kilometer. Sammy! Was meinst du, wer das gewinnen wird? Okay, ich benutze einen Joker. Du musst 30 Sekunden stehen bleiben. Okay, ab jetzt. 1, 2. Nee, ich hab eine Uhr mitlaufen. Drei. Okay. Sekunden sind aber schon ziemlich lang. So, 10 Sekunden noch. Meine Sanchez gibt den Geist auf. Nein. Ey, die Scheiße. Und weiter geht's. Gar nicht mehr. Fuck. Ich gucke im ersten Gang mit einem brennenden Auspuff. Geile Sache, Sammy.
So, Sami, dann habe ich, glaube ich, wohl gewonnen, hä? Wie schnell man von Montchilliard da hinkommt, ist ja voll krass. Nein, und jetzt fliegst du runter. Willst du mich verarschen? Yippie! So, dann fliegen wir mal, fahren wir mal aufs Gelände von Dings, vom Flughafen. Sami, ich hab gewonnen! Loser. Yippie, das ist der Hangar, ich seh ihn schon. Und bin drin. Ja! 1-0. Okay, ab genau jetzt ist meine Sanchez hier stehen geblieben. Hier. Muss ich dir unbedingt angucken, das sieht voll witzig aus. Müssen tue ich gar nichts. Außer aufs Klo. Wie scheiße der Titan in Ego-Perspektive aussieht. Alec ist drin. Wen haben wir denn da? Bist du das hier vorne, Sammy, schon? Ja. Wie unfair. Wie dein Flügel mir einfach voll ins Gesicht geflogen ist. So, fliegen wir noch mal schnell zur Militärbasis, oder? Nein. Warum nicht? Oder... Mit der Besra. Bestellen wir uns die Besra und fliegen hin. Yippie! Ach du Scheiße! Wie viele Polizisten sind denn hier bitte? Ich hab doch nichts verbrochen, ich hab doch nur... Oh Mann! Nur weil ich ein Auto geklaut habe. Schießen da gleich gefühlt 200 Cops auf mich. Arschlöcher. Mit 49 Dollar wird das nicht so was. Ja, dann hol dir was anderes. Hinten steht eh ein Privatjet. Neben dem besseren Hangar. Titan Hangar meine ich. Oh, shit. Shit, nigga. Alter, die wollen mich verarschen. Komm, Besra. Frechheit. Die spawnen schon wieder nicht vernünftig. Das geht mir so am Keks. Ich mag Kekse. Ich auch. Jumbo Jet gibt's im Online-Modus leider nicht. Voll behindert. Voll doof, ja. Die wären mal geil. Die wären mal richtig nice. So, Besra. Sammy, hast du auch schon einen Flieger, oder? Nö. Ich verkaufe gerade ein Auto für 600 Dollar. Muss ein tolles Auto gewesen sein. Das war auch ein tolles Auto, muss ich sagen. Dann geht's jetzt ab zur Militärbasis. So. Genau, jetzt geht's zur Besra. Soll ich hier auf dich warten? Yep. Am Flughäfen. Aber wir haben nur noch 7 Minuten Zeit für die Folge, also beeil dich. Okay. Ich geh voll Gas und ich hab noch 400 Dollar übrig. Lass mich dann erstmal erreichen. Du cooler Typ, du. Oh, der Wagen fährt schnell, den ich hier gerade geklaut hab. Wo bist du? Unter dir. Ah! Voll ungewohnt in der dritten Perspektive zu fahren, also zu fliegen, also Third Person. Dritte Perspektive? Geiler Name für eine Rapperband eigentlich, oder? Da steht Sammy's Besra! Juhu! Alter, ich dachte schon, du machst jetzt gerade einen Osama-Angriff. Vielleicht. Und wieder in der Ego, oder? Klar. Was? So, ich bin auch in der Ego. Und los geht's, auf zur Militärbasis. Ego ist scheiße. Ego ist super, der Besra, finde ich. Da ist Sammy neben uns. Alter, geil. Das mache ich als Thumbnail, das wird super cool.
Oh, ich kann dich gerade angucken. Ich dich auch. Das machen wir als Thumbnail, oder? Ja, warte, ich versuch mal. So, ich gehe jetzt mal in die Third Person View und flieg mal ein bisschen nah. Ah! Du verfickter Freak, Alter. Komm, wir machen einen Synchronflug. Wir müssen ganz nah nebeneinander. Nein! Nein! Juhu! Folge dich! Folge dich! Hast du auch einen Vorwärtslooping gemacht? Ja! Glauben wir uns Militärjets, oder? Nee, dafür wird es dann zu spät. Ich kann höchstens nur bis zur Militärbasis fliegen. Okay, dann machen wir was anderes da. Also, schießen wir einmal wild um uns und dann war's das. Okay. Da sieht man sie schon im Hintergrund leicht verschwommen. Versuch mal mit der Bessrad zu landen, dann ist das urschwer in Ego-Perspektive. Fliegen wir vom Meer aus an, okay? Tun wir das. So. Wie man sieht, die Ego-Perspektive ist sehr geschmeidig. Die ist hammergeil, die macht Spaß. Da hinten bist du. Da unten. Fahrwerk schon mal raus. Hoffentlich schießen wir uns jetzt nicht ab. Ja, ich werde schon anvisiert. Ja, ich bin gelandet. Ich wurde verfolgt von einem Spieler, der wollte mich hier gerade zerschießen. Ich bin auch gelandet. Und raus. Und dann ballern wir noch ein bisschen rum und dann war's das. Wieso mache ich meinen Schleudersitz? Muss ich das verstehen? Bist du das hier? Ja. Da kommen die ersten. Niemand darf. Fuck. Alter, ich bin fast down. Was für ein Spieler? Ach, der hat einen Militärjet? Nee, das ist glaube ich kein Spieler. Ich glaube, das ist vom Militär einfach irgendeiner. So, ich bin gleich down. Was? Und ich bin down. Dann sagen wir mal danke fürs Zusehen. Warte. Okay. Bist du auch da? Jetzt machen wir noch einen kleinen Boxkampf. Okay. Am Respawn. So. Wo bist du? Ach da. Auch in Ego. Yeah. Und mit dem auf die Fresse kloppen sagen wir auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten GTA-Folge. Sammy sagt Tschüss. Tschüss. Kaya, du Sack. Ich sehe dich nicht. Au. Ja. Ach ja, ich küsse dich. Au. 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 Ich auf die Fresse hier. Au. So. Ja. Mama, der ärgert mich. Verdammt. Tschüss, Leute. Baba. Tschüss.